Treffen des Geschichtskreises Meizendorf in den Räumen der neuen Heimatstube. Wichtigstes Thema diesmal, die Gedenkfeier an das große Feuer, das am 6. August 1727 die Ortschaft Meizendorf bis auf ein Gehöft und die steinerne Kirche dem Erdboden gleichgemacht hat. An diesen Schicksalsschlag wird seit 287 Jahren regelmäßig erinnert, so auch in diesem Jahr. Es gibt viel vorzubereiten, angefangen vom Saubermachen in der Kirche bis hin zur Beschaffung von Getränken und Grillwürstchen für den geselligen Teil. In diesem Jahr ist geplant, dass wie immer, weil ja um 10 Uhr der Blitzschlag damals war, geläutet wird. Das geschieht unter Obhut des Pfarrers. Um 17 Uhr ist die Andacht in der Kirche, die eben auch der Pfarrer durchführt. Und der Posaunenchor bringt so ein kleines kulturelles Programm dazu. Und dann gehen wir gemeinsam, wer eine Tracht hat, zieht eine Tracht an, gehen wir dann gemeinsam zum alten Schulhof, in die Heimatstube und wollen uns dort ein bisschen gemütlich zusammensitzen. Die neuen Bildtafeln auswerten, die Frau Berner dankenswerterweise gestaltet hat. Einmal, was der Geschichtskreis seit 2009 gemacht hat in der Heimatstube oder im Geschichtskreis, und eine neue, die Bahnhofstraße, neu gestaltet worden ist. Ich habe gerade an der Versammlung teilgenommen und dabei aufgeschnappt, dass aus dem Geschichtskreis Meizendorf möglicherweise ein Verein wird. Ist das richtig? Das ist richtig. Nach langen Diskussionen haben wir uns jetzt doch geeinigt, Verein zu werden, und zwar am 15. September soll die Vereinsgründung sein. Die Gründung des Vereins bringt eine Reihe von Vorteilen mit sich. Es macht zwar deutlich mehr Arbeit, aber als eingetragener Verein ist man besser rechts- und geschäftsfähig, und das will man entsprechend nutzen.